Ja, dann herzlich willkommen zur Session Joomla Testing. Worum es in der Session geht, ist mal so einen Gesamtüberblick zu bekommen, was wir in Joomla zum Thema Testing machen. Und das ist einiges. Mal kurz vorweg gefragt, wer hier im Raum hat schon mal einen Unit-Test geschrieben? Okay, wer im Raum hat schon mal einen Unit-Test für Joomla geschrieben? Okay, wer hat schon mal einen Unit-Test für eine Extension geschrieben? Okay, willkommen im Automated Testing Team, dich brauchen wir. Er ist schon drin, deswegen brauchen wir ihn nicht zu erwähnen. So, also, warum brauchen wir Unit Testing? Wenn wir gute Applikationen ausliefern wollen, sollten wir vorher schauen, ob es auch wirklich so funktioniert. Und wenn wir keine Tests machen, dann müssen wir uns darauf verlassen, dass unser Geklick im Browser, unser Ausprobieren ausreichend ist. Aber ganz viele Fehler tauchen dann im Nachhinein auf und unsere Kunden sind dann die Beta-Tester. Fangen wir an mit einem kleinen Überblick, was es alles in Joomla gibt. Wir haben einmal Unit-Tests, kommen wir gleich zu, ist das erste Kapitel. Wir haben System-Tests, wir haben JavaScript-Tests und wir haben Code-Style-Tests. In Joomla ist dafür zuständig das Automated Testing Team, jedenfalls zum großen Teil. Das ist vom CodeSprint im letzten Jahr. Es sind ein paar Leute da, die dabei waren. Und dann schauen wir uns das mal an, Unit Testing. Beim Unit Testen geht es darum, in der Definition, die Definitionen von Tests sind immer sehr starr. Den muss man nicht unbedingt immer 100% folgen. Wenn wir bei Joomla sind, dann folgen wir denen vielleicht zu 50%, um ehrlich zu sein. Aber eigentlich geht es darum, bei einem Unit-Test, dass wir eine kleine Funktionalität in einem kleinen Programm, in einer kleinen Methode isoliert testen. Schauen wir uns mal diese Beispielmethode an. Sieht doch schön aus. Also ich hoffe, es kann jeder PHP so halbwegs lesen. Also wir haben eine Funktion, ist die Antwort. Und wenn die Antwort 42 ist, geben wir true zurück, wenn nicht false. Ein beispielhafter Unit-Test könnte jetzt so dafür aussehen. Nicht unbedingt schön gemacht, mehr passt hier auf die Folie nicht. Also wir könnten einmal annehmen, assert true, also es geht bei Unit-Tests immer um Annahmen. Und wir können, wenn wir die Methode aufrufen, 42, dann erwarten wir, dass wir true, also wahr zurückbekommen. Und das testen wir mit thisAssertTrue. Und dann haben wir thisAssertFalse, wenn wir irgendeine andere Zahl mitgeben. Tja, der Unit-Test sieht ja erstmal schön aus. In unserem Fall haben wir auch nicht unbedingt das Problem, wenn wir zum Beispiel null übergeben würden oder ein String. Wie wir hier sehen, machen wir eine Dreifachprüfung. Also wir prüfen nicht nur auf die Zahl, sondern auch auf den Typ. Also nur wenn der Typ Integer ist und der Wert 42, geben wir true zurück. Tja, das Problem. Leider sieht der Code, den wir testen müssen, häufig so aus. In Joomla besonders häufig. Also kurz den Code erklärt. Wenn man ein Array übergeben bekommt, werfen wir eine Exception. Wenn es nicht numeric ist, machen wir irgendwas anderes. Eine Zahl lässt sich in der IT in vielen Formen darstellen, hexadezimal, oktadezimal, binär. Wenn wir all die Fälle abprüfen wollen, haben wir viel Spaß. Und vielleicht haben wir uns entschieden, dass bei einer anderen Zahl nochmal was ist, wie bei der 13. Und bei 666 geben wir auch nochmal was zurück. Jemand eine Idee, wie viele Unit-Tests man hierfür schreiben könnte? So ganz grob geschätzt? 30, 40 wahrscheinlich. Ja, aufwärts, ja. Warum? Es erhöht sich mit jeder Verzweigung. Also jede Verzweigung erhöht das inkrementell. Und das sind hier, wie man sieht, nicht gerade wenig. 30, 40 Unit-Tests. Da ist man gut beschäftigt, länger als eine bessere Methode zu schreiben. Was sind die Vorteile von Unit-Tests? Wir können sehr früh in der Entwicklung feststellen, wenn Fehler auftauchen. Wenn wir eine Methode schreiben, gleich dazu den Unit-Test schreiben. Oder sogar umgekehrt, erst den Test, dann die Methode. Dann wären wir beim sogenannten Test-Driven Development. Weiterer Vorteil ist, Unit-Tests dienen auch als Dokumentation.
Wir können damit schauen, wie etwas funktioniert. Warum? Man kann dann später in den Unit-Test reinschauen und daran erkennen, was die Methode machen sollte. Also es ist nicht nur der Testwert an sich. Noch dazu zwingen uns Unit-Tests dazu, kleine Methoden zu schreiben. Also die Methode von eben, wenn wir da einen Unit-Test zu schreiben müssten, vorher oder danach, die würde keiner so schreiben. Einfach, weil wir 40 Tests hätten und das Ganze einfach ein totales Chaos ist. Ein weiterer Vorteil ist, die werden rein auf der Kommandozeile ausgeführt. Bei PHP mit PHP-Unit. Nachteile. Ein Unit-Test testet zum einen nur einen ganz kleinen Teil und nicht den gesamten Teil und schon gar nicht das gesamte Programm. Deswegen kann Unit-Test nie zeigen, ob ein Fehler nicht da ist. Also es ist kein Beweis, dass alles perfekt ist. Zum anderen neigen wir dazu, auch noch Unit-Tests zu schreiben, die passend zu unseren Methoden sind. Deswegen ist es eigentlich eine schlechte Idee, für die eigenen Methoden den Unit-Test selber zu schreiben, weil man schreibt den Unit-Test dann so, dass der vollkommen erfolgreich ist. Was natürlich nicht unbedingt der Sinn sein sollte. Und wenn wir dann Unit-Tests schreiben wollen für etwas Bestehendes, weil schon 10 Jahre Codebase vor uns liegen, dann haben wir Kopfschmerzen. Dann ist es teilweise schneller, alles re-zufactoren und neu zu schreiben, als nochmal einen Unit-Test drauf zu schreiben. Andere Sachen, gerade im Webbereich, die ein Unit-Test natürlich nicht abdeckt, sind CSS, JavaScript-Sachen und ähnliches. Man kann zwar HTML-Ausgaben mit Unit-Tests prüfen, ich finde das immer sehr schön. Wir haben so einige Beispiele im Code, wo dann wirklich auf so einen langen HTML-String geprüft wird, ob der rauskommt, wenn man die Methode aufruft, aber HTML mit PHP zusammenbauen ist eh so eine Sache. Tja, wie sieht es in Joomla aus? Wer sie sucht, hier auf der Adresse sind die zu finden. Also sind direkt im CMS dabei, im Unterordner Tests Unit. Und wenn man die ausführt, sieht das auf der Kommandozeile so aus. Stand heute, wir haben noch PHP Unit 4.8. Robert versucht hier gerade, Michael versucht gerade, PHP Unit 5 zum Laufen zu bekommen mit einigen Stolpersteinen. Aber es wird sicher irgendwann soweit sein. Wie wir sehen, haben wir momentan 6.119 unterschiedliche Tests mit 10.500 Annahmen. Das klingt jetzt nach viel, aber wenn man sich anschaut, wie viel Code in Joomla drin ist, sehen wir, dass nicht unbedingt ein ganz großer Teil von Joomla abgedeckt ist. Die Grafik ist aber auch gemein. Warum? Ich habe den Administrator und den Plugins-Ordner mit reingenommen. Besser wäre es gewesen, nur den Libraries-Ordner zu zeigen. Da ist das Coverage ein bisschen höher. Es war aber mal besser, interessanterweise. Vor 3 Jahren war das Coverage bei 40. Momentan sind wir wieder bei 32 oder sowas Prozent. Also, da wird Hilfe gebraucht. Also, wer Unit-Tests schreiben kann, Robert hier ist der richtige Ansprechpartner oder das Automated Testing Team. Wie führt man die aus? Unit-Tests sind eigentlich die einfachsten Tests zum Ausführen. Wenn man sie ohne LAMP-Stack ausführen will, das geht nämlich auch, da fallen ein paar Tests raus, aber so viele sind es nicht, nur 150. Was wir dafür brauchen ist, wir müssen uns einmal die aktuelle Version vom Joomla CMS aus GitHub holen. Hier in dem Fall mit dept1, damit nicht die ganzen 400 MB, 500 MB, die insgesamt an History mit da sind, mit runterkommen, so ist das relativ kompakt. Wir wechseln in das neu geklonte Verzeichnis und führen aus Composer Install. Nachteil an der jetzigen Struktur ist, dass alle Sachen, die Composer installiert, im Libraries-Ordner landen. Deswegen haben wir ein Libraries davor und führen einfach aus Libraries Vendor Bin PHP Unit. Das erkennt automatisch die PHP Unit XML, die im Hauptverzeichnis liegt, und führt die Unit-Tests aus. Und das war's, die laufen dann einfach durch. Tja, wie sieht das für Extension-Developer aus? Noch schlimmer. Als Extension-Developer kann man Unit-Tests für Sachen machen, wo nichts gekoppelt ist, also wo man nicht JFactory benutzt, wo man nicht Joomla-interne Funktionen benutzt. Wer als Extension-Developer sonst Unit-Tests schreiben will, der muss sehr viel leiden. Warum? Man muss erstmal ungefähr 200 Zeilen an Joomla mocken, JApplication, die ganzen Defines reinbringen, mitladen und dann brauchen wir für jede Sache, die irgendwo Datenbankzugriff oder JFactory-Zugriff hat, einen Mock und einen Stub. Sehr mühsam,
Sollte natürlich so weit möglich gemacht werden, ist aber nicht ganz ohne. Glücklicherweise gibt es noch andere Sachen. Wie gesagt, Downsides sind schwer aufzusetzen und eine Menge Arbeit. Kommen wir zu System-Tests. Bei System-Tests, wir benutzen auch gerne das Wort Browser-Testing, es gibt auch Acceptance-Testing, auch da sind die Grenzen zwischen den Begriffen wieder fließend. Dann gibt es noch User-Acceptance-Testing. In unserem Fall sprechen wir einfach mal von System-Testing, Browser-Based-Testing. In diesem Test testen wir gegen eine laufende Installation, gegen ein laufendes Programm. Und wie? Indem wir im Firefox fernsteuern oder irgendeinen anderen Browser fernsteuern, der für uns die Webseite durchklickt und nach Fehlern durchsucht. Also wir testen primär Funktionalität. Und wir testen das Ganze, nicht das Kleine wie bei Unit-Tests. Vorteile, sie sind Real-World-Tests, also die kommen aus der echten Welt. Wir testen das, was der Benutzer später auch bekommt. Und wir müssen viel weniger schreiben, um mehr Zeilen Code abzudecken. Dafür decken wir nicht genau ab, wo das Problem ist. Vor- und Nachteil. System-Tests kann jeder schreiben, die sind nicht so komplex wie PHP-Unit-Tests. Also es gibt dafür diverse Frameworks, da kommen wir gleich nochmal drauf. In der Regel kann man die innerhalb von 1-2 Stunden auch in bestehende Applikationen noch einbinden. Das ist ein weiterer positiver Punkt davon. Hier haben wir jetzt so ein System-Tests versus Unit-Tests. Eigentlich ist es gar kein Versus, weil eigentlich sollte man beides haben. Im Extension-Bereich ist es immer schwierig, in Joomla haben wir natürlich beides. Und wir wollen auch beides weiter ausbauen. Während unsere Unit-Tests primär Bibliotheken, Framework-Klassen testen, testen wir mit System-Tests wirklich das Produkt, den Administrator-Bereich, Com-Content, Com-User und andere Geschichten. Schauen wir uns das mal in Joomla an. Wir hatten dieses Jahr ein Google Summer of Code Project. Ich war der Mentor. Und da haben wir eine Studentin gehabt, die hat 4 Monate, jeden Tag 40 Stunden die Woche, an den System-Tests für Joomla gearbeitet. An einem neuen System etc. Wir hatten lange Zeit einen Testballon, das war ComWebLinks. Und sie hat jetzt daran gearbeitet, dass wir so langsam auch mehr Tests in den Core bekommen, mit Gherkin, also mit einer Pseudo-Business-Sprache. Wen es interessiert, einfach googeln, sonst dauert der Vortrag zu lange. Schauen wir uns mal so einen Test an. So, also wir sind auf dem Terminal, wir führen den Befehl RoboRunTests aus. Danach werden diverse Sachen generiert und wir sehen, es startet ein Browser. Und in dem Browser werden jetzt von Selenium in diesem Fall mit Codeception, Selenium ist der Webdriver, Codeception noch ein Framework darunter, werden hier automatisch im Browser Klicks ausgeführt, Formulare ausgeführt und vieles andere auch. Jetzt das Video angehalten? Nee. Und wir sehen innerhalb von wenigen Sekunden durchlaufen wir hier einzelne Seiten. In dem Fall stellen wir die Konfiguration auch darauf ein, dass sie uns noch Notices, Errors, sogar Strict Warnings anzeigt. Und dann sehen wir, wie diese Tests gerade automatisch Artikel erstellen, Kategorien anlegen, Artikel löschen und viele andere Dinge auch. Wenn man das manuell machen würde, wären wir einen halben Tag beschäftigt, bis wir die ganzen Tests nachbauen würden. Der Vorteil davon ist, wir schreiben das einmal. Das ist die Arbeit. Aber dafür können wir es immer und immer wieder benutzen, immer wieder testen. So, ich unterbreche mal das Video. Schauen wir uns mal an, was für Software wir benutzen momentan. Wir benutzen zum einen Codeception. Codeception ist ein Projekt von Michael Batnarchuk, Davat auch genannt. Ja, keine Ahnung. Irgend sowas, ja. Robert kann es besser aussprechen. Er war bei der letzten Job da. Ich kann es immer noch nicht besser. Codeception
ist nicht nur für System-Tests gedacht. Es ist auch nochmal ein Framework, was Support für Unit-Tests und Integration-Tests bietet. Vorteil davon ist, es bietet nochmal mehr Funktionen, es macht das Unit-Testen auch nochmal leichter. Momentan setzen wir es primär für System-Tests an. Dann haben wir Selenium. Selenium ist ein Java-Projekt und Selenium steuert den Browser fern. Also das ist das Projekt, was die Klicks ausführt etc. Die Anweisungen kommen dann von Codeception. Und dann haben wir hier rechts noch Gherkin. Gherkin, wie gesagt, eine Business-Sprache, das nach diesem Paradigma funktioniert. Given, when, then. Und dann natürlich einen echten Browser. In unserem Fall benutzen wir nur den Firefox. Wen das interessiert für Joomla, hier kann er sich die Tests mal ansehen. Sie werden auch demnächst im Core wandern. Vielleicht, wenn sie gemerged werden. Nein. Genau. Also, momentan decken wir komplett Com-Content, Com-Users ab, ein paar Sachen aus Com-Config. Da werden auch wieder Leute gesucht. Das ist eigentlich eine Fleißarbeit. Also es ist kein Rocket Science oder sowas. Es ist wirklich nicht so kompliziert, die Tests zu schreiben. Das muss nur jemand machen, wie immer. Schauen wir uns mal so einen Codeception-Test an. Ich habe Gherkin mal außen vor gelassen, damit es ein bisschen einfacher ist. Sonst müssten wir uns drei Dateien ansehen. Und hier sehen wir ein bisschen verkürzten Codeception-Test für Create Weblink. Und im Grunde haben wir immer nur so ein Ei und danach sagen wir, was wir wollen. Ich will einen Weblink erstellen. Und dann sagen wir, ich melde mich im Administrator an. Ich klicke oder ich warte auf den Text Weblinks. Ich suche nach Notices und Warnung. Ich klicke auf Neu, fülle zwei Felder aus und dann speichere ich das. Wirklich an der laufenden Installation, wie wir es gerade gesehen haben. Mehr ist das nicht. Und das ist ein so ein Test. Die Syntax kann man relativ schnell lernen. Sie ist in dem Fall auch nicht kompliziert. Es geht primär um CSS oder XPath-Selektoren. Das ist noch das Komplizierteste dabei. Tja, wie führen wir die aus? Wir müssen wieder ein Repository klauen, in dem Fall nicht Joomla CMS. Ja. Die Frage, da war ja gerade eine Prüfung auf dem Text. Ja. Jetzt gibt es ja so Philosophen, die ändern ja gerne von Version zu Version mal die Texte. Genau. Ist da irgendwie eine Möglichkeit, dass man darauf irgendwie referenziert? Also irgendwie die Platzhalter in den Language-Schreibern? Nein. Müsste jemand schreiben. Müsste jemand ja vorher die Sprachdateien laden und dementsprechend wieder einsetzen. Weil in unserem Fall testen wir auf eine englische Joomla-Installation. Wenn man im Englischen ändert sich das mal, das hätte ich jetzt mal. Das ist klar. Wenn sich es ändert, muss der Test angepasst werden. Alternativ, wir haben so ein Beispiel. Hier verwenden wir ja nicht den Namen oder das Label des Elements, des Eingabeelements, sondern wir benutzen die ID. Also, wenn immer möglich und es das Ganze nicht zu komplex macht, benutzen wir ID als Selektor. Manchmal ist es aber viel erklärender, wenn man Text benutzt. Beides hat Vor- und Nachteile. Wir haben seit einem halben Jahr die Debatte gehabt, auch in Joomla Core, was für Selektoren genutzt werden sollten, ob man sich da auf ein Data-Attribute einigt oder ein CSS-Attribut. Alles Vor- und Nachteile. Klar, wenn sich der Text ändert, das hat er zum Beispiel so von einem halben Jahr, da wurden nämlich Weblinks noch zusammengeschrieben. Und jetzt wird ja Weblinks mit Leerzeichen und groß geschrieben, dann muss das angepasst werden. Wie gesagt, alternativ, wenn möglich, kann man immer die ID verwenden. Kann ich eine eventuelle Rohrfrage machen? Also wenn das oder das? Nein. Oder? Du kannst nach einem Element suchen, schauen, ob das da ist und wenn nicht, was anderes machen. Das geht schon, ja. Ist natürlich wieder viel Code für einen Test, der einfach sein soll. Aber letzten Endes, wenn der Test ja im Core drin ist und jemand ändert den Text, dann fällt. Fehlt der Text ja. Dann fehlt der Test ja und dann kriegt er das auch nicht committed. Ja. Okay, ja. Also, klar, Ruhe und Ende ist schon das Problem, aber. Das war jetzt so für die Extension halt, oder? Da müsste man sich auch vielleicht einloggen, bis man macht das Schritt vorher und dann. Na, wie gesagt, das ist der Nachteil, aber alles hat Nachteile. Wenn sich die ID ändert, haben wir dasselbe Problem. Also es bleibt dabei. Wie gesagt, deswegen war mal die Idee, ein Data-Attribute anzuführen auf jedes Element, aber dann haben wir in jedem Element in Joomla ein Data-Attribute stellen. Das ist genauso blöd. Also es gibt da nicht unbedingt die Ideallösung. Vom Wartungsaufwand hat man mit Text natürlich gegebenenfalls Arbeit.
Wie gesagt, wir klauen das CMS-Repository, wechseln in den Ordner Test-Codeception, sollte nicht doppelt sein, aber warum auch immer. Wir machen einen Composer-Install und wir führen, nachdem wir die Acceptance-Suite-YAML bearbeitet haben, die Tests mit Test-Codeception, Vendor, Bin, Robo, Run-Tests aus. Alternative ist, mit Composer Robo global zu installieren. Ist sehr praktisch, kann man auch für viele andere Dinge benutzen. Robo ist so eine Art Taskrunner, Coderunner, eben für PHP. Also wer Grunt oder Gulp kennt oder ähnliches oder Fing, das ist dasselbe, nur in PHP. Was man noch dazu sagen muss, für die Joomla-Browser-Tests brauchen wir eine grafische Oberfläche, klar, sonst kann unser Firefox nicht laufen. Und wir brauchen einen funktionierenden AMP-Stack, also eine Apache, MySQL, PHP. Die wird auch hier drin konfiguriert und angegeben, weil wir führen eine echte Joomla-Instanz auf. Das muss wie auf einem echten Server laufen. Wert für Extension-Developers habe ich ziemlich hoch eingesetzt, weil ich mag die sehr gerne. Wir verwenden die auch in all unseren Extensions. Der Vorteil ist nämlich, wir müssen Joomla nicht mocken. Also wir müssen uns nicht mit interner von Joomla beschäftigen, nur um die Tests auszuführen. Und das ist ein großer Vorteil. Dann haben wir ein Projekt, das nennt sich Joomla Browser. Und das ist extra für Joomla geschrieben, auch von der Automated Testing Group. Und da drin haben wir extra für Joomla geschriebene Sachen wie Installation von Extensions, Installation von Joomla selber, Erstellen von Menülinks und viele andere Sachen auch, die man direkt verwenden kann als Einzeiler, also nicht nochmal selber komplett neu implementieren muss. Also da sind ganz viele kleine Helferchen drin, die uns noch mehr Arbeit abnehmen. Fast, right and easy to learn. Also schnell zu schreiben und einfach zu lernen. Kommen wir zum nächsten Google Summer of Code Project. Das hier ist schon im Core. Das sind die JavaScript-Tests. JavaScript-Tests sind so ein Zwischenschritt. Man könnte fast sagen Integration-Tests. Sie brauchen kein laufendes Joomla, sie werden aber häufig gegen HTML ausgeführt. Also gerade in Joomla haben wir das Problem, dass viel JavaScript gekapselt ist und man nur das Ergebnis testen kann, nicht die Methoden selber. Damit testen wir die JavaScript-Dateien und davon haben wir nicht gerade wenig in Joomla. Knappe 7%, 6% in Joomla bestehen aus JavaScript. Und da ist Inline-JavaScript noch nicht mitgezählt, wovon wir leider auch noch einiges übrig haben. Also, Google Summer of Code Project inzwischen im Core. Hochiranga Vikram Singh hat auch 4 Monate dran gearbeitet. Er hat ein Setup erstellt für Automated Testing, inklusive Coverage Reporting, und hat den ganzen Media System JS Ordner abgedeckt. Und die Tests sind, wie gesagt, im Core. Software, da haben wir einmal wieder Firefox. Warum? Die werden auch wieder gegen einen echten Browser ausgeführt. Einmal einen sogenannten Test Runner, das ist Karma, und einmal das Testing Framework Jasmine. Jasmine hat wie PHP Unit wieder Annahmen, Assertions und so weiter. Also wer PHP Unit kennt, dem wird das relativ schnell bekannt vorkommen. Und so sieht das dann aus in der Ausgabe. Ich habe es diesmal aus Travis kopiert. Lokal hätte es noch Farben. Und wie wir sehen, haben wir momentan Stand heute 196 verschiedene Tests. Glücklicherweise wurde das Projekt relativ gut angenommen und wir hatten inzwischen schon einige andere Entwickler, die neue Tests geschrieben haben oder an neuen Tests arbeiten. JavaScript-Tests auszuführen, ist wieder das Repository zu klonen, in den Ordner zu wechseln, in dem Fall Joomla CMS Tests JavaScript, diesmal kein Composer, sondern NPM, das ist der Node Package Manager, ein NPM-Install auszuführen und dann hier unten diesen langen Befehl. Im Grunde, der ist nur so lang, weil der Pfad so lang ist. Es ist eigentlich nur Karma Start, Karma Conf.js, die liegt wieder im Hauptordner. Für die Tests braucht man keinen Apache MySQL PHP Stack. Da brauchen wir wirklich nur Joomla selber da liegen. Wir brauchen einen Browser und das war's. Ich wollte mal eine blöde Frage stellen. Hm? Ihr testet immer mit dem Firefox. Jetzt kommt
natürlich immer vom Kunden. Bei mir funktioniert das aber im Internet einfach nicht. Wie macht ihr das damit? Testet ihr den auch? Nee. Momentan, kann der das überhaupt? Der kann das. Also das Projekt, was wir benutzen, Selenium, wir haben davon übrigens einen Fork, Selenium Server Standalone, hat Unterstützung für Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, sogar zwei Webdriver inzwischen von Firefox. Also man kann auch Tests für die anderen Browser damit erstellen. Okay. Nachteil daran ist so ein bisschen, die verhalten sich teilweise in jedem Browser ein bisschen anders. Wenn man sowas plant, also mehrere Browser, sollte man das von Anfang an implementieren. Wir haben damals so ein bisschen den Fehler gemacht. Wir haben mit Firefox gestartet. Und jetzt haben wir leider einige Tests. Und die jetzt wieder zum Laufen zu bekommen in Chrome oder in dem neuen Firefox Marionette-Treiber, ist leider ein bisschen Portierungsaufwand. Also wenn man plant, mehrere Browser zu testen, sollte man von Anfang an in allen Browsern die Tests gleich mittesten, dass die überall laufen. Und die Browser müssen alle installiert sein. Die Browser müssen alle installiert sein, ja. Web3-Extensions-Developers, JavaScript-Tests sind auch wieder isoliert von Joomla, kann man jeder ausführen. Muss man sich wieder nicht mit Joomla beschäftigen. Und heutzutage haben wir immer mehr JavaScript in Extensions, Templates und Ähnlichem. Und dafür ein paar Tests zu schreiben, ist sicher nicht verkehrt. Tja, einen letzten noch. Code-Style-Tests. Etwas. In Joomla haben wir bisher wirklich nur Code-Style-Tests. Es gibt nämlich noch mehr. Oder primär Code-Style-Tests. Wir haben noch so ein bisschen etwas, was uns Metriken generiert mit Jenkins, aber bleiben wir einfach mal bei CodeStyle. Wird auch gerne statistische Analyse genannt. Momentan benutzen wir PHP CS 1.5.6 mit der Hoffnung, dass wir irgendwann mal auf 2.0 kommen. Die Hoffnung haben wir schon seit 3 Jahren. Ja, ich wollte es positiv formulieren. PHP CS 2 hätte den großen Vorteil, es kann automatisch Formatierungsprobleme, und darum geht es im Grunde, korrigieren. Ja, warum ist CodeStyle wichtig? Es dient der Kommunikation, man hat einen einheitlichen Standard und wir können Fehler schneller erkennen. Also wer Projekte kennt, die keinen CodeStyle durchsetzen, und man merkt, wenn dann mehrere Entwickler daran gearbeitet hat, das hat keine Konsistenz und das macht das Lesen so viel komplizierter. Wir haben ja einen CodeStyle, der ein bisschen kontrovers ist. Der ist ja nur für Joomla im Grunde. Wir haben keinen der PSR-Standards oder sowas. Trotzdem finde ich, wir haben einen sehr schönen CodeStyle, der sehr viel Platz lässt, auch sehr viel Raum lässt. Und der es auch erlaubt, halbwegs ordentlichen Code zu schreiben. Deswegen sollte man sich auf jeden Fall für Joomla, aber auch wenn man Joomla-Extensions oder Templates entwickelt, daran halten. Tja, in Joomla benutzen wir dafür PHP CS, wie schon erwähnt. Wir haben noch andere Tools, die aus der Reihe stammen, nämlich die PHP Quality Assurance Tools. Wer Interesse daran hat, hier unten findet man die aktuellen Standards von Joomla. Ich stelle die Slides auch später nochmal zur Verfügung. PHP CS ist ein relativ kompaktes Programm, wird primär in der Kommandozeile ausgeführt, kann aber auch in Entwicklungsumgebungen wie Eclipse oder NetBeans oder unseren Lieblingsentwicklungsumgebung PHP Storm integriert werden. Und so sieht eine Ausgabe aus. Das war jetzt mal ein Pull-Request, der noch nicht lange her ist, der so einige Code-Style-Probleme mit sich brachte. Und wenn so ein Code-Style-Test fehlschlägt, also etwas nicht stimmt, sehen wir haben hier diverse Errors. Und so sieht dann ein Fehler in PHP CS aus. Zum Ausführen kann man einmal das machen, und der Robert hat jetzt in den letzten Tagen sehr hart an einem Docker-Container gearbeitet. Wer Interesse hat, kann ihn gerne danach nochmal anhauen. Es ist auch schon auf Joomla Projects. Sorgt dafür, dass man viele Schritte hier weglassen kann und eigentlich den Befehl nur noch ausführen muss. Also es ist ein bisschen kürzer geworden. Naja, ja. Ja gut, das Joomla brauchst du noch. Achso, das hast du ja. Ja gut, ich habe immer mit dem aktuellen Joomla angefangen. Alles andere kann man weglassen. Sehr schönes Projekt, liegt auf Joomla Projects. So, jetzt kommen wir dazu. Alles, was wir gerade gesehen haben, kann man lokal ausführen. Das ist schön, das macht Spaß.
aber dann müssen wir es für jede Änderung ausführen. Besser ist es doch, es ständig auszuführen, jedes Mal, wenn eine Änderung geschieht. Also, für jeden Pull-Request werden all die Tests, die ich gerade gezeigt habe, automatisiert ausgeführt. Warum? Zum einen sehen wir die Fehler sofort. Also es ist wiederholbar und wir sehen, sobald ein Fehler in einem neuen Stück Code, also im neuen Pull-Request vorliegt, sehen wir sofort, wenn der Fehler enthält. Also wenn er nicht dem Code-Style entspricht, wenn er Unit-Tests bricht, wenn er JavaScript-Tests bricht, etc. Wir haben in Joomla die Regel, dass eigentlich auf jeden Pull-Request zwei Menschen testen oder zwei Menschen sollten den Pull-Request testen. Der Nachteil davon ist aber auch häufig, Menschen sehen nicht alles. Menschen testen vielleicht ein Drittel von dem, was eigentlich zu testen wäre. Und es kostet Zeit, es kostet Ressourcen, es kostet Volunteers, die auch andere Sachen machen können. Genau. Und deswegen ist Automatisierung so praktisch und deswegen versuchen wir immer, mehr in der Richtung zu machen. Schauen wir uns mal Automated Testing in Joomla an. Dafür haben wir momentan 2,5 Softwarelösungen. Einmal den Travis. Travis ist ein Software-as-a-Service-Projekt, kostenlos für Open-Source-Projekte, ansonsten kommerziell. Also wenn man das mit privaten Repositories machen will, zahlt man Geld. Für Joomla ist es kostenlos und all die Tests, die wir gerade gesehen haben, laufen auf dem Travis dann ab. Dann haben wir einmal noch Jenkins, der generiert momentan noch Stats und ein paar andere Sachen. Und wir haben momentan noch Drone, wo wir am Testen sind, wie sich das gegen Travis schlägt. Wenn ihr einen Pull-Request an das CMS macht, sehen wir hier die drei Häkchen. Die seht ihr unter jedem Pull-Request. Einmal haben wir Travis. Travis hat hier noch eine riesige Liste von weiteren Tests, weil wir momentan, ich glaube, 11 sind es, 11 verschiedene Matrix-Builds ausführen. Also wir testen auf PHP 5.3, 5.4 bis 7.0. Wir haben auch schon Tests, testen auch schon 7.1 und HHVM. Die dürfen momentan noch fehlschlagen. Wie man gerade hier in der schönen Grafik sieht, tun sie das auch. Warum? PHP-Unit läuft nicht sauber damit. Dann haben wir JavaScript-Tests. Das ist hier Node.js. Und dann haben wir noch den PHP-Code-Sniffer. Das Bild ist nicht mehr ganz aktuell. Da hat sich nämlich noch mal eine Kleinigkeit in den letzten Tagen getan. Also, all das wird ausgeführt, sobald ein Pull-Request für Joomla gemacht wird. Wenn wir auf die Zeit sehen, dann sehen wir, das braucht auch ein bisschen Zeit, aber in der Regel schauen wir, dass unter 5 Minuten ein Ergebnis da ist. Wenn die Tests zu lange laufen, dann haben wir ein Problem. Weil die wollen Feedback haben, ob das funktioniert oder nicht. Sonst ist etwas RTC gesetzt, bevor es durch Travis durch ist. Also, worum geht's? Testen, alles testen, mehr testen. Und wir suchen da auch händeringend nach Leuten. Also wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir, beim Robert melden. Und wir haben da ein ganz nettes Team. Man kann unglaublich viel lernen, es macht unglaublich viel Spaß. Man kann mal was Neues machen, auch abseits von normaler Entwicklung. Man kann das auch gut für die eigene Arbeit nutzen. Und jeder kann mitmachen. Also man muss nicht unbedingt der Superprogrammierer sein, um da jetzt mitmachen zu können. Wie gesagt, Systemtests sind relativ einfach zu schreiben, auch ohne große Programmierkenntnisse. Das ist egal. Das ist wurscht. Besser läuft es auf Unix, Mac, aber es läuft auch auf Windows. Ja, dann vielen Dank. Fragen? Ja, das mal so als kleiner Überblick. Sehr schön, Roman. Okay. Okay. Vielen Dank. Danke.